Willkommen bei The Expanse, The Telltale Series. Wir spielen die erste Episode und los geht's. Und Martin ist auch dabei. Ich bin auch dabei. Listen, come on. Listen to me, damn it. Gummer, listen to me. Na, das werden wir doch bestimmt nachher irgendwann dann entscheiden. Ach so, geht's nochmal zurück. Was machen oder nicht. Für den Soundcheck haben wir die ersten 3 Minuten schon gesehen. Also du, ich nicht. Ich habe die ersten 3 Minuten schon gesehen, genau. Let's celebrate. What are we celebrating? Our last mission. I've heard that before. This is the one. By the end of the day, all of us are gonna be fucking rich, but mostly you and me. It's another wreck. It's not just any wreck. The UNN Urshanabi. Dropped off the map less than a week ago, no distress call. Those UNN pricks never come out this far unless they're carrying something special. Aren't you one of those UNN pricks? Easy. If I'm still one of those UNN pricks, then you're still an OPA traitor with Anderson Dawes' bounty on your head. But the past is the past. The past is the past. Why didn't you take it? The bounty. I knew you were worth more. Anybody who could piss off someone that dangerous must be pretty fucking valuable. So, erste Entscheidung, die wir treffen können. Die erste Entscheidung. Das ist ja. Sehr schön. Genau, und kurz nochmal hallo und willkommen hier zu The Expanse. Ich wusste nicht genau, wie schnell es losging, als ich dann vom Startmenü jetzt starten gedrückt habe. Das ging kam gleich etwas, los. Ja, holter die Polter. 5 Episoden lang wird dieses Spiel sein, aber es wird noch eine 6. Bonus-Episode im Herbst geben. Alle 2 Wochen sollen neue Episoden rauskommen. Wir spielen die PC-Version und das hier ist das neue Spiel von offiziell Telltale. In Wirklichkeit muss man es ein bisschen genauer nehmen. Das ist nämlich eigentlich von Deck 9. Und Deck 9 sind wie im Auftrag von Telltale. Und Deck 9 wiederum sind die Leute, die ein paar der Life is Strange-Spiele gemacht haben. Nämlich Life is Strange Before the Storm, das True Colors und auch diese Remastered Collection. Also quasi nicht die Hauptspiele, sondern immer so die Nebenspiele gemacht haben. Und die haben jetzt im Auftrag und in Zusammenarbeit mit Telltale, dem neu gegründeten Telltale, jetzt hier die Expanse gemacht. Und eine Sache kann ich schon mal sagen, von den ganzen Episodenspielen, die es so gab, zumindest vom ersten Eindruck her, ist das grafisch Beste bislang, finde ich. Also das sieht sofort richtig, richtig gut aus und es erinnert mich vom Charakterdesign, vom die Art und Weise, wie die Charaktere gezeichnet sind, total an den Stil von Dishonored. Aber das nur mal so. Ja, ich freue mich auch sehr auf das Let's Play. Ich bin ein großer Fan der Fernsehserie. Ich habe die Bücher nicht gelesen und freue mich sehr, hier die Kamina Drummer zu sehen, weil ich die sehr gern mochte in der Serie. Ein ganz cooler Charakter. Und auch die Stimme ist so ganz markant. Ich habe Expanse auf Englisch gesehen. Genau. Das ist auch die Original, also ist die Originalsprecherin. Ja, genau. Die Originalsprecherin, Cara G, die sehr freut. So meistens. Und das für mich gleich, das setzt gleich richtig das Setting. Ich fühle mich jetzt gleich sofort wieder im Universum zurück und deswegen perfekt. Genau. Die coolste Frau im Weltall seit Ellen Ripley. genau, und die spielt hier die Hauptrolle und wir können hier schon das erste mal auswählen. Und da ist gleich der Dawes, ist da gleich, wird da gleich angesprochen hier. Zumindest eine hohe Führungsfigur von den
von dem Beltern, also von, beziehungsweise nicht nur von den Beltern, sondern von deren, in Anführungszeichen, Terrororganisation, glaube ich, ne, die OPA. Ja, ist, das spielt vor der Serie und vor den Büchern. Genau. Ne? Genau. Ja, also ich weiß nicht genau, ob es wirklich, also die Jahreszahl, da bin ich mir nicht jetzt ganz sicher, es wurde ja eine Jahreszahl eingeblendet, aber Kamina Drummer wird ja auch erst ein bisschen später innerhalb der Serie eingeführt. Also es könnte sein, dass das parallel zu dem passiert, was wir vielleicht in Staffel 1 oder 2 schon irgendwie teilweise sehen oder kurz davor oder so. Da bin ich nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Aber wir werden bestimmt, es wird bestimmt Anspielungen geben. Genau. Und tralala. Ich denke, wir spielen jetzt einfach weiter, bevor wir zu viel erzählen. Sorry. Ja, sorry, Entschuldigung. Und dann, wenn es noch Diskussionsbedarf gibt, dann werden wir es am Ende der Folge tun. Also erstmal diese Entscheidung treffen, der Fritz spielt. Wir können ja mal gucken. Ich gehe gleich irgendwie auf Verbindung zum, zu dem, was ich kenne. Gleich hier. Jeder könnte Dawes verärgern. Ja, das ist eine gute Antwort. Anderson Dawes is a gangster and a killer. It's not hard to piss off a man like that. Well, his loss is my gain. Just want to make sure you're not having second thoughts about our deal. No, come on. We're equal partners. We pay the crew, the costs, and the overhead. The rest is 50-50. You and me. We've got a good thing going here. Nobody fucks with you, which means nobody fucks with me. And hell, if this score is what I think it could be, you've got the deal of the century. Now drink. Sicher. Ja, hoch die Tassen. Yam, sang, or whatever the fuck you people say. Close enough. Anstoßen kann man schon. Aber wenn ein Deal manchmal zu gut klingt, um wahr zu sein, schauen wir mal. Ja. Er verspricht auf jeden Fall eine Menge. Mhm. Der Deal des Jahrhunderts. Haben sie mir damals auch gesagt. Time to rally the crew for Cox's latest, last mission. I should start by briefing Khan. So, und jetzt, ja, jetzt kann ich mich hier so ein bisschen frei bewegen. Ein bisschen umschauen. Spielst du mit Gamepad, oder? Ich spiele jetzt gerade mit Gamepad. Also kann auch mal kurz auf die Maus wechseln und guckt man sich ein bisschen schneller um. So geht es mit dem Gamepad. Und wenn man dann ein paar Schritte vorwärts geht, dann ja, lockt die Kamera quasi auch ein bisschen ein. Ist dann relativ steif hinter der Figur. Da bin ich immer nicht so ein Riesenfan von. Ja, ist mir auch gleich aufgefallen, ja. Ne? Es ist merkwürdig steif dahinter. Ein bisschen, sie könnte ein bisschen mehr Bewegung gebrauchen. Es könnte sogar was sein, wo man dann sagt, ah, da ist vielleicht das Spiel mit Maus und Tastatur sogar besser, weil man es da etwas mehr gewohnt ist und dass es etwas steifer ist. Aber hier haben wir auch die, genau, hier sieht man auch schön, wie der Juice reingeschossen wird, also der Saft, wenn die hohen Beschleunigungen einsetzen. Ach, toll. Aber so vom, also so vom Detailgrad und von der Beleuchtung sehr, sehr, schön. Sehr schick, ne? Also, ja, ist wirklich hübsch. Gefällt mir. Ja, mir auch. Very stimmungsvoll. So, dann reden wir mal mit Khan. Khan! Warte mal, bevor andere wir reden. Sohn Khan. Ach so, der bußfertige Khan. Genghis Khan. Genghis Khan. Jing. Khan, new orders from the captain. I know. He already sent me the coordinates. Captain thinks that this could be... Last score we'll ever need. Hall of a century. I got the pep talk from him. What's our ETA? It depends. On what? On how long you plan to waste my time. Oh dear, I made the lackey upset. Forgive me. Das ist aber auch coole Gesichtsgestaltung, ne? Also es sieht richtig gut plastisch aus. So, ich will jetzt eigentlich nicht durch Ärger anfangen. Nee. Ach, das ist auch, da steht Kamina drüber. Also, hallo. Fasheng Fong, you will bet. I'll break through to you eventually. You wanna braid somebody's hair? Go find Maya. I'm busy. We're nearly there. The debris field is massive. It'll take me a minute to navigate.
Somebody blew that ship to hell and back. I should check the command console for more information on the Ushinabi. Ist jetzt ein bisschen die Frage, ist das eine jüngere Schauspielerin, die versucht älter zu klingen, oder ist das eine ältere Schauspielerin, die tatsächlich so, so klingt? Bisschen schwer zu sagen. Aber was wir schon mal sagen können, was so markante Stimmen angeht, wir werden zumindest in dieser Bonus-Episode, die sie gerade erst vor ein paar Tagen angekündigt haben, werden wir die Christian Avasarvala, wo ich nie ganz sicher bin, wie man sie tatsächlich ausspricht, also sowohl deswegen überlasse ich das Serie, auch schön dir. Ja, sowohl der Name in der Serie als auch der Schauspielerin. und die wird auch mit dabei sein. Und deren Stimme wird ja von Tag zu Tag rauchiger. Also es ist, die putzt sich die Zähne mit Zigarettenstummeln. Wir sehen auch die Zigarre da vorne schon liegen. Das ist dann auch. Ja, da kann sie dann dran ziehen. Ja. Ich guck mal kurz aufs Flugterminal. Don't touch my shit. Ich wollte es gerade sagen. Oh, sorry. Don't touch my shit, sir. Ich wollte gerade sagen, die finden das bestimmt nicht gut, wenn wir da rumfummeln. Ja, dann wird es bestimmt bei einem persönlichen Foto noch besser. I assume this is Khan's husband. It's the happiest I've ever seen her. Das ist wahrscheinlich die Khan, ist ungefähr die, wenn die Pilotin bei Aliens überlebt hätte, dann wäre die Khan geworden. She's been chewing on that same cigar for weeks. Naja, wo soll auch der Nachschub herkommen, ne? Das geht ja nicht so schnell. Was aus Alien? Aus einem der Alien-Filme, wo die irgendwie diese Zigarre haben, die so voll wertvoll ist, weil es kaum noch gibt? Nee, das ist, mit wertvoll weiß ich nicht. Mit wertvoll weiß ich nicht, also bei Alien ist, glaube ich, nicht wertvoll Zigarre, aber bei Independence Day gibt es ja diese Fat Mama, die sie dem Abschuss. Das fällt mir gerade nicht ein, verdammt. Wouldn't want to do a high G burn at one of these. It's bad enough with the juice and the cushy chair. Die Stimme von ihr ist so cool. Vor allem, das Geile ist, wenn man die Kawaji mal als normale Person mal hört, so, also die Schauspielerin, wie sie ganz normal spricht, das ist so anders. Also so ganz freudige, lustige. Also sieht man mal, was das für eine gute Schauspielerin ist dann. Ja, das bringt sie super rüber. Haven't had to shoot much, but we keep the PDCs fully stocked. Just in case. As the XO, it's my job to make sure the ship and its crew are in order. I keep a log on the ship and on our scavenge missions. So, was haben wir jetzt hier? Schiffstyp Marine der Vereinten Nationen. Also das ist ein Schiff der Erdstreitkräfte. Und das ist im Jupiter-Orbit. Schiff betreten, Bereich scannen, mit Wertsachen zurückkehren. Risikoeinschätzung. Niemand weiß, warum sich die Ushinabi in diesem Gebiet befand und warum sie kein Notsignal abgesetzt hat. Der Grund für die Zerstörung, Piraten, Marstruppen, könnte noch in der Nähe sein. So, da unten ist die Crew, Morozov. Achso, guck mal, das sind hier entweder ein Ehepaar oder oder Geschwister, die Morozov-Leute. Das ist wie bei id Software früher, wo die beiden Kamex auch nichts miteinander zu tun hatten. Oder so, ja, stimmt. So ein geiler Zufall. Beide in so einer kleinen Firma heißen Kamex. Adrian und aber vielleicht, ich denke mal, hier wird das kein Zufall sein. Dramas Protokoll, wenn Cox-Informationen stimmen, ist die Ushinabi, heißt die, ne? Spreche ich es richtig aus? Ushinabi, ein brandneues Wrack. Die Vereinten Nationen werden wahrscheinlich ein weiteres Schiff schicken, um den Verlust ihres Schiffs zu untersuchen. Das könnte aber Wochen dauern. Cox ist wie immer übermütig, aber es könnten Wertsachen an Bord sein. So, dann schauen wir mal kurz hier. Das Protokoll, Cox hat eine interessante Crew zusammengestellt. Ah, hier, die Zwillinge Arlene und Rayan sind die einzigen anderen Gürtler. Der Rest kommt von den inneren Planeten. Maya vom Mars, Virgil von Luna und Cox und Khan von der Erde. Keiner der Inneren redet darüber, warum sie hier im Gürtel sind. Keine Überraschung. Man wird nicht zum Schrottsammler, wenn daheim alles gut läuft. So, Zwillinge informieren, Virgil informieren. Dann machen wir das mal. Oh, warte mal. Zum Scannen halten. Neues Artemis-Protokoll freigeschaltet. Was ist das? Das ist jetzt hier. Ach so, okay. Ah, das finde ich cool.
Die Artemis ist für mich die beste Art von Schiff. Aus der Ferne sieht sie aus wie ein verbeulter Feldsammler. Von innen sieht man aber, wie gut sie behandelt wird. Nur so kann man im Gürtel sicher sein. Sicher reisen, denn Piraten knallen alles ab, was glänzt. Hätte gedacht, dass die Artemis einen erstklassigen Techniker hat. Maya ist aber erst einen Monat lang an Bord. Und laut Allen hat Cox den letzten Techniker vor 2 Jahren gefeuert. Muss das Wartungsprotokoll aufspüren und herausfinden, wer dafür sorgt, dass das Schiff noch fliegt. Achso, nee, das hatten wir. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich genau nach unten, tippe ich mal. Oh Mann, ich muss sagen, ich freue mich so krass mehr The Expanse Content. Also ich habe ja auch die Bücher gelesen. Ich habe nicht die Kurzgeschichten gelesen, muss ich gestehen. Aber ich fand es so schade, dass die Serie, als die Serie vorbei war. Ja, froh sein, dass überhaupt erst mal noch Amazon die Serie nochmal wieder gerettet hatte. Ja, total, total. Allen said he put all this away. What was it? Nachdem sie zwischendurch schon gecancelt war. Ja, also das war echt cool. Ich überhaupt nicht verstanden habe. Ja, ist manchmal echt ein bisschen. Manchmal diese Entscheidungen, Wahnsinn. Ja. Aber Quell, haben wir noch einmal Glück gehabt. Ship's diagnostics always come back good. The Artemis isn't much to look at. But she's built to last. Wobei halt leider ein bisschen die letzte Staffel ein bisschen holter die Polter war. Also die hat sich für manche Abschnitte sehr viel Zeit gelassen und für andere Sachen, wo man so gedacht hätte, da hätte ich gerne etwas mehr von gehabt, da ging es dann ganz flott. Manchmal war das Pacing ein bisschen komisch. Ja, ne? Of course. Cox needs to get his beauty rest before he gets back to work, doing absolutely nothing. Was mir aber hier auffällt, ist, klingt das bei dir auch so? Es klingt, ich finde, ihre Stimme, wenn sie über was nachdenkt, soll ja anders klingen, ist ein bisschen verständlich, aber es halt ein bisschen arg, als wäre sie halt irgendwo hinten. Sie hat so einen hohlen Kopf. Da das ist aber gemein. Das passt ja bei ihr ja gar nicht. Stimmt. Ich habe nur von mir auf andere geschossen. Ja, aber was ich meine, es klingt so ein bisschen sehr, der Effekt klingt ein bisschen übertrieben, finde ich. So, was haben wir herausgefunden? Missionsprotokolle. Da unten ist immer. Achso, das sind die unterschiedlichen Schiffe. Verlassener Gasfrachter im Neptun-Orbit, erbeutete Treibstoffpellets und Reaktionsmasse, verschiedene Kabel. Also das ist quasi, was sie alles so. Ja, unten ist, glaube ich, der interessante Teil. Genau, Schrottsammler müssen für Jobs große Entfernungen zurücklegen. Also zählt jeder Erfolg. Die Artemis erledigt aktuell aber nur 2 Missionen pro Monat. Vorräte und Moral liegen blank. Die brauchen also mal ein bisschen Cashflow hier. Aber hallo, das kenne ich irgendwo. But I've seen Arlen's and Rayan's asses enough for one lifetime. Now I keep my back suit in my room. Achso, kann ich nicht reingehen? Nee, ist nur kurz zum Reinschauen. Achso. Erzählen Sie dir kurz was. Ah, okay, man kann nicht. B gedrückt halten oder sowas? Nee, man kann nicht Gespräche überspringen. Gut, ärgert mich im echten Leben auch öfter mal, wo ich denke so, boah, kann ich jetzt das Gespräch nicht bitte überspringen? Wobei wahrscheinlich das hier auch nicht so wild ist, weil man ja die nicht so oft, also es wird relativ selten vorkommen, dass man mal Gespräche tatsächlich so, also so eine Abschnitte tatsächlich mehrmals hat. Ich will nur kurz mal in die anderen. Ich bin so ein. Ich muss immer erst die Nebenwege abgehen. Ich Angst habe, dass ich irgendwas vergesse, dass ich erstmal kurz gucken. Wenn man dem Fritz halt mal sagt, hol mal bitte hinten hol mal da was aus dem Zimmer, dann ist der 2 Stunden ich, weg. Genau, komme ich nach einer Woche wieder. Ja? Mit was anderem, mit was Falschem. I got a lot closer to a captain's chair than I would have expected. And a lot further away from anything else. Ah, das ist ihr Zimmer. I need to finish briefing the rest of my crew before I suit up. Doss gave me everything. A job, a purpose, a community. Until he took it all away. Even with everything he's done to me, I would never turn Doss into UN enforcers. Took every yen I had to get off Ceres without Doss or Star Helix noticing. Never had time for dating on Ceres. Now I've got plenty of time and no one to date.
Kommt mir auch bekannt vor. Wo hast du denn Zeit? A little token of my childhood on Ceres. Each time it gets another crack, it reminds me of that shit heap even more. Ja, also Kamina ist richtig im Belt aufgewachsen. Ja. Belterin durch und durch. Aber man hört sie auch in ihrer Stimme. Die ganzen Fraktionen haben mir auch so gefallen, Expans. Sie sind so cool und interessant alle. I never thought I'd get along with a Martian Marine. But Maya hates the MCRN almost as much as I do. Na, guck mal. Bisschen Hintergrundinformationen zu den Figuren. Maya fits in well for her first time in the belt. Despite whatever Philota this book taught her. Somehow I am not surprised to learn that Maya keeps a copy of our ship's manual by her bedside. Eine Sache, die sie tatsächlich nicht machen, und das hat die Serie auch nicht gemacht, aus sehr offensichtlichen und praktikablen Gründen, sie zeichnen die Figuren nicht so, wie die Figuren eigentlich aussehen müssten. Hier Kamina zum Beispiel als Belterin, obwohl der Grafikstil ja so ein bisschen die Proportionen so ein bisschen übertrieben hat, aber das ist eher eine künstlerische Sache, also eher diesen, was ich meinte, mit dem so ein bisschen Dishonored-Look, ne, mit den die Figuren gezeichnet und so sind. Aber Kamina müsste eigentlich als jemand, der im Belt aufgewachsen ist, relativ hochgewachsen sein, mit überproportional langen Gliedmaßen zum Beispiel, so ein bisschen. Und weil die in der Vorlage sind ja, also die in der Schwerelosigkeit aufwachsen, die sind in der Regel dünner und langgliedriger und haben ja auch totale Probleme, auf dem Planeten zu laufen. Ja, genau, das wird thematisiert oft das wird thematisiert auch in der Serie. Aber du siehst es halt natürlich nicht an den Figuren selber sozusagen. Genau, also, die sehen dann manchmal ein bisschen schwächlich und dünner aus, das schon, aber sind jetzt ja nicht wirklich dann 2,30 Meter groß oder so und haben lange Arme. Das wird in den Büchern schon ein bisschen markanter natürlich auch dargestellt, wo man es zumindest ein bisschen gesehen hat, weil der UNN, also der Cox, der ja aus der Erdallianz ist. Oder ein kleiner gedrungener Typ, ne? Ja, aber auch ein sehr kräftiger. Also der ist schon ein, I bet she sniffs that box before she goes to bed. Ja, in der Serie haben sie das über die Dings gelöst, über Bobby, also hier die den Marine von den Mars-Streitkräften, genau, als sie dann auf der Erde ist und zum ersten Mal ohne Anzug unter freiem Himmel steht und völlig überwältigt davon ist und wo man dann auch merkt, dass sie mit der höheren Schwerkraft auf der Erde Probleme hat. Sie haben auch mal so eine Folterszene gezeigt, wo sie halt einfach jemanden mal ohne aus dem Belt, glaube ich, auf der Erde war das eine Folterszene, wo sie ihn einfach verhören, ohne dass der halt dann irgendwie geschützt ist vor der Gravität halt voll der das war, glaube ich, gleich in der ersten am Anfang Folge, war das, um auch die Avasavala so ein bisschen vorzustellen, dass sie halt auch hart durchgreifen kann. Ne? Mhm. So ein cooler Charakter. Wahnsinn. If he doesn't secure that thing before we come out of trust, we'll all be finding pieces in our bits. Again. Ah, das ist schon. Also ich weiß nicht, ob das wirken kann für Leute, die Vorlage nicht kennen. Das kann ich schwer. Ich glaube, das ist so eine Mischung halt. Wenn ein Spiel das geschickt macht, ist es ja so, dass du einfach das spielen kannst. Und dann eine gute Serie, ein guter Film macht das ja auch, dass selbst wenn das jetzt ganz neu ist und nicht eine Erweiterung eines bestehenden Universums, dass es manchmal so Sachen einführt und du dann ahnst, da steckt viel mehr dahinter, kannst es aber noch gar nicht einordnen. Und wenn das Spiel, guck mal, wie das macht, das geschickt macht, ist es auch hier im Spiel so, dass du auch als komplett neuer im Universum hier so ein bisschen verstehst, was damit gemeint ist. Hier verstehst du trotzdem prinzipiell zum Beispiel, dass wie die Beschleunigung im Schiff vielleicht funktioniert, dass das Probleme aufwerfen kann. Ja. Oder auch mit der Gravitation, dass das irgendwie was ist. Ja. Natürlich hast du, wenn du dich jetzt wirklich auskennst, entweder mit den Büchern oder der Serie, kannst du das nochmal so ins Easter Egg dann auch ein bisschen mehr wertschätzen. Also ich glaube zum Beispiel, wahrscheinlich versteht man nicht unbedingt jetzt, was soll jetzt eine Crash-Couch sein und was hat es mit dem Saft auf sich. Also ein Crash-Couch kann man sich so ein bisschen herleiten, wenn man das schon so checkt, okay, vielleicht spielt halt bei der Beschleunigung diese Kräfte eine Rolle, dann ist das vielleicht das, was wo ich halt sicher bin oder aufgefangen werde oder wie auch immer, ja. Maya has a plan for this meditation session. She's going to bring her makeup kit and wait until Virgil gets into a deep trance, then go to town on him. I may have to watch. Oh, was ganz cool ist, wenn man zu früh rausgeht aus so einem Interaktionspunkt, dann spricht sie trotzdem weiter. Also man findet das ist super. Oh, das ist perfekt. Das ärgert mich so oft.
Virgil. Virgil. Au. Exo-drummer. Usually medics only know enough to plug that thing in and rig up the morphine dispenser. Well, I took a course in autodoc repair during my residency. Useful for work outside the medical system. It's been giving me abnormal readings since Ceres, but I finally know why. The laser crystal's badly occluded. Der Virgil, was stand da drin? Kommt der von Luna, also vom Mond, oder? Weil der ist wiederum auch, dafür, dass er quasi zumindest in ein bisschen Schwerkraft aufgewachsen ist, ist er auch wieder ein bisschen ein kräftigerer Typ. Probier mal zu reparieren. Oder ja. Maya vielleicht. This looks like the kind of job that Maya would kill for. While Miss Castillo can no doubt install a new crystal, I'm afraid we'll need a new one first. I can only imagine what ancient welding equipment the captain dug this stone out of. But we'll need a high-quality gem for surgical work. I assume you didn't come here to talk about crystals. We have a new target. What is it this time, El Dorado? The Fountain of Youth? Let me guess. The Falcon Horde of Venus? The UNN Urshanabi. Cap believes there's something valuable on board. Something special. Do we want to invite that kind of attention? We'll be fine. In and out. No games. I'll monitor any data you send back. And I'll be here to patch anyone up, should it come to that. Die Beleuchtung ist toll, also wie die, wie das Licht auf die Gesichter fällt und so, das gibt ihm richtig schön Struktur. Das ist super. Was dir so auffällt? Ja, also naja, so diese Eigenschatten, die sie auf sich selbst werfen, oder wenn jetzt irgendwie von weiter weg ein bisschen, dadurch kriegen halt die Objekte so Tiefe. Mir fällt das überhaupt nicht auf, so dass ich irgendwie darauf achte, dass man nicht hört. Ich dachte, das mag ich immer sehr. Ja. A big selling point was the medbay and the medic. Not something you see on most scavenging ships. Und eine gut ausgerüstete Medbay hier. Ja, ist überraschend, ne? Also es ist wirklich nicht unbedingt normal. Ja, also die ganzen Prothesen, der Operationstisch hinten, der. Also die Rosinante zum Beispiel hat ja tatsächlich einen richtigen Autodoc, also ein automatisches, automatischen Arzt mehr oder weniger. Aber die Rosinante ist ja auch ein hypermodernes Kriegsschiff gewesen, als sie in Anführungszeichen geklaut haben. Should I be concerned that our medic thinks we need this many prosthetics? Does he know something I don't? Schon mal genug Ersatzkörperteile mitgebracht. To talk about their past, but Virgil is a real mystery. Only Cox knows his deal, and he's not saying. Ja. Er will nicht, dass wir in seine Putze gehen. We never have enough supplies, but Virgil always seems to make do. Stell dich mal neben das Bett nochmal, bitte. Neben das Bett? Mhm. Ja, guck mal bitte das Bett an. Also zur Seite nochmal, dass du dich 90 Grad drehst. Ja. Das, in jedem Spiel, finde ich, sind Betten zu kurz. Das ist immer. Das ist, wirklich, also das ist eine Sache, die mir das auffällt. Ist nicht, das ist nicht. Da guckt noch immer die Füße raus. Immer. Das ist nicht nur in jedem Spiel so. Das ist in der Realität für mich auch so. Obwohl, vielleicht ist ja, sie ist ein Belter. Vielleicht passen die anderen in das Bett. Das ist kein. Das ist ja, wie Türrahmen, die immer falsch hoch sind, ne? In Ego-Shootern. Ja, das auch. Und ganz, also ich nehme mich an, früher so die Tomb Raider-Spiele, wo alles komplett falsche Proportionen hat. Da war alles so kompletter Quatsch in ihrem Haus. Gerade vorne bei ihr, ne? Also, ich kann das mich genau erinnern. Ja, aber das war wirklich völliger Quatsch. Und inzwischen ist das eigentlich meistens ganz gut. Aber Betten, glaube ich, habe ich letztens gerade in Mass Effect 2 gehabt. Die sehen halt immer aus, die gehen halt so, wenn du dich reinlegst, so bis zum Knie. Und das also dafür, dass sie relativ klein ist, sind die tatsächlich recht kurz. Ja. Ne? Also sie könnte da drin liegen, ja, wahrscheinlich. Also zwei Drittel von dem Bett ungefähr. Aber also eine größere Person hätte da sofort Probleme. Where do I look for a replacement crystal? Ja. Aside from medical, high-end navigation or communication systems use them as well. Können wir uns vielleicht einen ausleihen? Das stört bestimmt keinen. Any other medic, and I'd assume he spent a day napping in this. But not this medic. Also, da haben wir eine Aufgabe, einen Kristall finden.
Wie schwer kann Zwillinge das wollen wir auch noch? Eines Raumschiffs schon sein? Das ist hier eine Notiz. Angry Pilot could have written this. Whoever stole my barbecue sauce, I will find you. Das, siehst du, man hat auch in der Zukunft auch auf dem Raumschiff das Problem, dass die Kollegen immer das Essen klauen. Das sind am Ende immer noch Menschen. Au, just let me go, it just fell, okay? What I tell you? Tinsha, you stupid prick! Quit fucking up! Boss man, make him stop! Shut it, Tokaka! Enough of this, Falota! And you wonder why I have to treat you like Maliwala. We got a job, Baratnas. Listen up. Nah, fuck that. I'm tired of rooting around in the dumpster for that Inya. Cox promised us a real payday. He said, give me 3 months and you never have to work again. He said... He said, this the next job. And he the boss man. Just like Ceres. Bossing everyone around, only this time no dolls to keep you on the leash, yeah? Oh. Gleich zu schauen. Meine Reihe. Ja, oh. Hallo. Okay, ich dachte nicht so schlimm, aber okay. This isn't Ceres. On the ship, I'm the Exo. Ja, die Stimmung schwingt um. Passenderweise fängt bei mir gerade ein Unwetter an. He's only fucking with you, Kopeng. Come on, Baratna. Beim Witze machen muss man aufpassen, dass man bestimmte Grenzen nicht überschreitet. Ja. Dachte ihr, es gibt so eine Backhand, so. Ohrfeige. Nee, dafür ist sie. Drummer, das hätte nicht gepasst. Also, wenn Drummer zuschlägt, schlägt die zu. Also, da hab ich jetzt auch mitbekommen. Ja, also da würde die nicht. Also, so eine halbe Sache würde. Eine Ohrfeige oder sowas würde die nie machen. Entweder sie macht es ganz oder gar nicht. Das in deiner Fanfiction, die du geschrieben hast, auch immer so. Ja, aber hallo. Ich krieg die ganze Zeit dann immer ab. Und dann haute Kamina mich mir nochmal ins Gesicht, weil ich so eine dumme Frage gestellt habe. Ach, guck mal hier, Kühlschrankzugriffsprotokoll. Ist ja auch. Ja, siehst du, dann kannst du eigentlich rausfinden, wenn die Barbecue-Soße. Ja, obwohl, vielleicht ist die Barbecue-Soße nicht im Kühlschrank. Ja. Aber Kamina ist nie ran, die geht da nie ran. Also, sie hat noch nichts aus dem Kühlschrank heute geholt. Mensch, Kamina, achte doch mal auf deine Ernährung. Ey, bei mir ist voll das Unwetter gerade, das ist der Wahnsinn. Ich hör's gerade. Irre. Ja, bei mir, ich sehe es, bei mir sind die Wolken ganz dunkel. Es kommt gleich ein paar Minuten zu mir rüber. So, bis jetzt ist das gesprächigste Crewmitglied der Kühlschrank. Cox Aufzeichnungen sind bestenfalls lückenhaft. Laut diesem Protokoll ist der Großteil der Crew aber schon seit Jahren zusammen unterwegs, mit Ausnahme von Maya Castillo, der Technikerin, die kurz nach mir ankam. Cox Mitternachtssnacks sind zwar zahlreich, für dieses Protokoll aber nicht relevant. Auch die Maya bin spannend. Ich auch. Aber wir machen an dieser Stelle erstmal kurz eine Pause, machen in der nächsten Folge weiter, warten vielleicht ein paar Minuten, ob der Strom bei mir hier sich legt, weil das ist echt krass. Und ja, dann geht's in Folge 2. Oh, ich freue mich so doll. Thanks, Fans. Geil. Ja, wenn euch das hier gefällt, gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Abonniert gerne den Kanal, hört unseren Podcast, wenn ihr gerne möchtet. Und schickt dem Fritz Hilfe. Oder, und wenn ihr so eine Art von Spiel überhaupt mögt, schaut mal, wir haben auch ein Let's Play zu Star Trek Resurgence gemacht, was im Grunde genommen dasselbe wie das hier ist, nur halt für Star Trek-Fans. Und wirklich ein tolles, also ein fantastisches Episode. Ich bin sehr gespannt. So Telltale-ähnliches Adventure. Ja. Ich bin sehr gespannt, ob Expanse da rankommt. So. Ja, ich auch. Das wird ja das Spannende sein, weil das ist wirklich eine Empfehlung, sich das Star Trek Resurgence anzuschauen. Das war ganz, ganz große Klasse. Na gut. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Ciao.